Herzlich willkommen bei Let's Play Ticket. Und wir mal im Hintergrund, Schusenko war ja dabei, die Diamanten zum Farmen für die komische Workbench da, oder keine Ahnung, wie der Scheiß da heißt. Ja, nebenbei habe ich auch noch ein bisschen andere Rohstoffe gefarmt, weil so viel habe ich jetzt auch nicht mehr. Ja, wir mal auch manchmal Schusenko joint. Folgend wieder der komische Jimmy Bonnie da, oder was heißt komische? Keine Ahnung, weil bei dem ist ja das Internet nicht das Beste. Und der spielt aber jetzt auch bei uns mit. Der war dann kurz mal in meinem Haus irgendwie oder so und hat sich das auch geschaut, keine Ahnung warum. Naja, egal. Auf jeden Fall, kann ich mich noch genau erinnern, wie er so am Anfang wollte ich doch die Quarry bauen. Aber die ist eigentlich gar nicht mal so wichtig. Viel wichtiger ist jetzt erstmal eine geile Rüstung und so. Und ja, ein geiles Lagersystem ist natürlich auch nicht falsch. Ja, insgesamt habe ich da eigentlich so 30, 40 Minuten habe ich die scheiß Rohstoffe da gefarmt. Ich habe 10 Diamanten gefunden und 6 Obsidian abgebaut. Also, wie man jetzt gerade sieht oder gesehen hat, versuche ich da mit dem Lava Obsidian mal, aber das hat da nicht so richtig funktioniert. Naja, auf jeden Fall war ich sehr oft in der Menschenmine, habe auch viel Redstone mitgenommen. Und für die komische Workbench oder wie auch immer die heißt, ich habe den Namen vergessen, braucht man mindestens 5 Diamanten und das finde ich schon heftig. Naja, weil für das, dass dann auch noch die Logistikpipes so übelst teuer sind, finde ich das schon ein bisschen heftig. Naja, so, was gibt's Neues zum Erzeugen? Der Jimmy Bondi da hat sich dann auch gleich schon mal ein bisschen ein Haus gebaut. Ja, wie man jetzt gerade gesagt hat, da ist so ein scheiß Spawner. Und da haben wir dann die ganze Zeit irgend so scheiß Viecherangriffe. Aber was ich gar nicht gemerkt habe, dass man mit dem Schwert die viel schneller abbauen kann, aber egal. Wie dem auch sei, da waren schon die ersten Diamanten. So glücklich war ich jetzt mit der Ausbeute auch wieder nicht, weil es waren bloß 10. Und es hätten auch ruhig, naja, 15 sei ich dürfen, weil das kostet schon viel da. Dann hat der geschrieben, deine Pumpe ist überhitzt. Und dann habe ich eben geschrieben, geh raus aus meinem Haus. Ich weiß nicht, ob man es jetzt lesen hat, genau, aber egal. Aber Lapis habe ich auch ein bisschen ans mitgenommen. Jo, ich habe dann am Ende 52 Eisenerz gefunden gehabt. Und ja, daraus kommen wir ja dann fast 2 Stacks draus machen durch den Messer-Raider. Oder wie auch immer. Es war schon gut. Ich hoffe, dass ich da keine Diamanten übersehen habe, weil es war doch eine riesen Mine. Oder es war so eine scheiß Menschenmine. Und wie man da sieht, das Obsidian da, das ist genau im Lava drin. Und das hat mich fast aufgeregt. Und jetzt ist schon wieder der Joint, der war nicht Jimmy Bondi, weil der einfach nur scheiß Internet hat. Naja, da kann ich ja nichts dafür, aber egal. Am Schluss habe ich dann auch noch ein bisschen die ganzen Tropenbäume gefarmt, weil ja, ich brauche ja auch irgendwie Energie. Aber ja, so viel war das jetzt auch nicht. Naja, wie dem auch sei, als nächstes, sobald ich mein Lagersystem, muss ich mir auch noch überlegen, was ich da eigentlich dann richtig vorhabe. Aber ja, ich glaube erstmal dann mit die Teleporttüren da ein bisschen was machen. Und dann irgendwann, vielleicht mit dem Yu-Yu Meta die Quantum Suite Rüstung da mal, das war schon übelst geil. Natürlich ist das nicht die beste Rüstung, aber das macht ja nichts. Lieber irgendeine Rüstung. Außerdem kann man dann super schnell sprinten. Und das ist schon saugeil, oder? Wenn man da so richtig schnell laufen kann. Naja, vielleicht andere hätten es wahrscheinlich so gemacht, dass die zuerst die Power Suite Armor da gebaut hätten. Weil ja, die hat natürlich auch Vorteile, aber das ist scheiß teuer. Und ja. Auf jeden Fall kostet die Logistik scheiße da sau viel Diamanten. Aber dafür bietet die eigentlich auch nur Vorteile, die Logistik. Die Logistik-Lagersystem. Weil man ja alles eigentlich auf einmal finden kann. Da sieht man jetzt gerade, habe ich an die Truhe da und dann habe ich irgendwas gefunden, was ich noch nie gesehen habe. So ein Fillet, was weiß ich, wie das heißt. Naja, egal.
Aber was mich wundert, dass es da wirklich so wenig Diamanten gibt, weil letztes Mal war ja in der Mine drin, da habe ich ja schon mal, ich weiß nicht mal wie viel Folge, die hat auch bloß so 6 Minuten dauert. Die dauert jetzt übrigens auch nicht so lang, aber ist ja wurscht. Eigentlich würde sie ja unverarbeitet 30 Minuten dauern, also 2 Folgen, und das ist eigentlich schon blöd, ne? Deswegen habe ich es jetzt ein bisschen zeitraffiert, oder wie man das nennt, damit es nicht so blöd ist eigentlich. Da hat es kurz mal zum Lecken angefangen, was ich nicht verstehe eigentlich. Und das regt mir immer furchtbar auf, warum das auf einmal anfängt zum Lecken. Naja, und da sieht man schon, da haben wir jetzt gerade gesehen, ich wollte mich hochgerammt, da war über mir auf einmal Lava. Da bin ich ein bisschen erschrocken. Und ich habe dann auch Angst gehabt, dass mich da dann wieder irgend so scheiß Lava holt, aber egal. Ich hoffe, man sieht jetzt da irgendwas, weil YouTube macht ja die Qualität ziemlich beschissen, dass man nichts sieht. Also ich sehe es schon, aber ich bezweifle, dass es ihr seht. Naja, auf jeden Fall, wer es nicht sieht, ich grab mich da gerade hoch. Und ja, jetzt sieht man eh wieder was. Ich war eigentlich die ganze Zeit nur unter meiner Insel. Und jetzt gerade habe ich eben meine Rohstoffe in dem Messerator da und so. Dass ich, ja, und das Juju-Meter. Wie habe ich da jetzt eigentlich schon 3, glaube ich. Naja, egal. Auf jeden Fall, immer wenn ich mit dem Jimmy Bondi da spiele, spiele ich auf dem Server. Also, na, mit das klar ist. Ja, da habe ich eben jetzt, wie schon vorher gesagt, die Dschungelbäume da geholzt. Ja. Ich glaube, ich weiß aber gar nicht, die fetten Bäume da, ich muss mir jetzt da mal erkundigen. Vielleicht kann man die auch pflanzen und dann so verbrennen. Aber ich glaube, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was das war. Aber auf jeden Fall, aus irgend so einem Zeug kommen so Stöcke raus. Naja, muss ich mir einfach mal erkundigen. Und das mit dem Ofen funktioniert eigentlich ziemlich geil mit meiner Energie, aber man muss halt immer wieder nachfüllen und Holz farmen. Und das kostet halt jedes Mal ein bisschen Zeit und Rohstoffe. Wenn man, ich überlege jetzt mal, dass ich mir nicht sogar die Chainsaw kaufe. Aber egal. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu lang, aber egal. Also Servus, bis zum nächsten Mal.